Der Flächeninhalt des Dreiecks ABC kann mit dem Term 6 mal 6 minus 1,5 mal 3 mal 3 minus 2 mal 1,5 mal 3 mal 6 berechnet werden. Veranschaulichen Sie diese Tatsache durch geeignete Eintragungen in der Abbildung. So, und jetzt empfehle ich Ihnen hier einfach mal diese x1, x2 Ebene herauszuzeichnen. Das heißt, ich zeichne Ihnen die x1, x2 Ebene hin, x1, x2. Und das heißt, hier sehen Sie überall die gleiche x3-Koordinate, die ist 0, die können Sie also weglassen. Und dann habe ich hier, mal hier die 1 und hier die 1 hin. Dann habe ich hier den Punkt 3, 0, 0, 1, 2, 3, das ist der Punkt 3, 0, 0. Dann ist es hier der Punkt 6, 3, 0, 6, 3, 0, das ist also, der ist C, der ist A. Und den Punkt B, 0, 0, 6. So, also so sieht das Ganze aus, wenn Sie diese Ebene so rausklappen. Und Sie haben jetzt hier ein Dreieck. Und Sie sollen diese Dreiecksfläche rechnen. So, und wenn ich Ihnen Klasse 8 gesagt hätte, rechnen Sie die Fläche dieses Dreiecks, hätten Sie die auch rausgekriegt, ohne Grundseite mal Höhe oder sonst was. Wie machen Sie das, die Dreiecksfläche rechnen? Ja. 6 mal 6 ist ein Quadrat. Genau, Sie machen ein umschließendes Rechteck. Das ist ein umschließendes Rechteck. Dieses umschließende Rechteck, das zeichne ich Ihnen hier jetzt auch ein. Ja, das sieht also etwa so aus. Sie müssen hier irgendwie parallel drumherum kommen. Die beiden müssen quasi parallel sein. Dieser Strich entspricht dann diesem Strich hier. So, und dann brauche ich nochmal einen Strich. Die sollten dann auch einigermaßen parallel sein. Diese hier müssen parallel sein. Und das ist als einmal, das ist der Strich, den ich gezeichnet habe. Das entspricht diesem Strich. Und der andere Strich ist dann der. Das entspricht dann diesem Strich. So, und das ist ein umschließendes Quadrat. Allerdings perspektivisch verzerrt. Und hier sieht man das. Ja, und da können Sie natürlich jetzt direkt anfangen und können sagen, können Sie die Größen, also das hier ist 3, das ist 3, also ist die Fläche von dem hier 1,5 mal 3 mal 3. Ja, das entspricht dann dieser Fläche hier. Ja, da ist leider meine Zeichnung ein bisschen schlecht, das entspricht dieser Fläche hier. Das ist das 1,5 mal 3 mal 3. So, dann haben Sie hier nochmal eins, ein Dreieck. Hier haben Sie 3 mal 6, die haben Sie übrigens hier auch, 6, 3, 6, 3, und das sind diese zwei blauen Dreiecke hier, die zeichnen Sie hier ein. Und außenrum, die haben Sie zweimal, ja, zweimal das blaue, und dann außenrum das Quadrat, sodass Sie hier am Ende, glaube ich, auf 13,5 kommen. Das heißt, diese Fläche ist dann 13,5 und das ist hier einzuzeichnen. Das heißt quasi das Schraffieren und das hier dann so, das Eckchen schraffieren und das hätten Sie einzeichnen. Berechnen Sie das Volumen des Körpers A, B, C, D, E. So, also jetzt wollen wir dieses Volumen ausrechnen. Viele von Ihnen haben erkannt, dass der Körper aus zwei Teilen besteht, nämlich aus so einem Teil hier unten und einem Teil hier oben. Der untere Teil ist geschenkt, weil da haben Sie ja schon die Dreiecksfläche hier unten, die war 13,5, die Höhe war 4. Also ist das V1 gleich 13,5 mal 4. Also ist die Höhe 4. Also die Höhe, also wir haben die Grundfläche, die ist 13,5, die Höhe ist 6. Das ist jetzt von mir ein bisschen schlecht gezeichnet, hätte ich ein bisschen höher gehen müssen. Die Höhe ist überall hier 6. Also ist die Höhe 13,5 mal 6 und das ist 27 mal 3 und das ist 54. Also, das heißt, das Volumen hier von dem unteren Teil ist 54. So, jetzt beim oberen Teil haben Sie zwei Möglichkeiten. Da ist die Länge von hier nach hier 4. Da ist die Länge von hier nach hier 4. Und dann können Sie das entweder über die Volumenformel V2 ist, ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist wieder die gleiche wie vorher, also ein Drittel mal 13,5 mal der Höhe und die Höhe ist jetzt 4.
Und 13,5 mal 4 ist wieder 54. Nein, ist nicht 54. 13,5 mal 6 ist 81. So, jetzt. So, das ist auch 6 oben. Deswegen. Gut, schönen Dank. Dann stimmt das schon ein bisschen mehr. Okay, also rechnen wir nochmal. Also das Volumen ist ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Und dann stimmt das. Dann ist das 27 und hier 81 und dann stimmt es auch. Also das heißt, wir haben dann V gleich V1 plus V2 und das ist dann der plus dem, also 108. Sie hätten das obere Volumen auch rechnen können mit Hilfe des Spaltproduktes. Das haben einige gemacht, das ist auch okay. Aber wie gesagt, die Idee war, das eigentlich so einfach zu machen. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?